Good morning. Das ist Mr. Morrow, mein kleiner Partner im Unterricht und unser absolutes Highlight. Also die Kinder reagieren super, wenn Mr. Morrow dabei ist. Und sie freuen sich halt auch richtig, wenn die 5 Minuten Pause vor Englisch ist. Wir sind ein Team. Zusammen animieren wir die Kinder zum Sprechen. Hello, class. How are you? Und die Kinder schaffen eine emotionale Verbindung zu dem ganzen Lehrwerk. In Sunshine sind 4 Freunde unterwegs, gemeinsam mit Mr. Mole, die viele Erlebnisse haben in der Stadt, im Alltag. Neben den Alltagsthemen werden landeskundliche Themen den Kindern nahegebracht und Themen wie Klimaschutz. Wir haben die Medienkompetenz aufgenommen, um Kinder daran zu führen, dass sie Medien kennenlernen und Medien nutzen. Wir können mit den Wimmelbildpostern die Sprache interaktiv erlernen, indem wir den Bookie-Stift zum Beispiel ranhalten. Und sie haben super Spaß auch mit den Begleitvideos. Das ist nochmal viel, viel abwechslungsreicher. Also Mr. Mole ist ein Filmstar. Besonders witzig finde ich den Film mit dem Hund. Der besondere Fokus liegt auf der Differenzierung bei Sunshine. Jedes Kind findet auf seinem Niveau Aufgaben. Das finde ich toll. Bei Sunshine gibt es neue digitale Angebote für Lehrer, zum Beispiel den Unterrichtsmanager Plus. Mit dem Unterrichtsmanager Plus bereite ich meine Stunden vor und spare extrem viel Zeit. Der ist digital und ganz einfach zu bedienen. Hier habe ich viele tolle Ideen und Materialien zur Verfügung. Und für die Schüler den Buchtaucher, der sie noch mal tiefer in die Geschichten des Buches eintauchen lässt. Also man drückt hier auf den roten Button, am besten über der Buchseite. Und dann macht das halt so X und dann heißt es, dass die Seite so eingescannt wurde. Und dann gibt es entweder Wortkarten oder halt einen Film. My flag is red, white and blue. Wovon ich komplett begeistert bin. Mit Sunshine geht die Sonne auf.